Bullen, Bären, Liquidität, Hebel. Trading hat mitunter seinen eigenen Sprachcode, was Fachbegriffe und Ausdrucksweisen betrifft. Dieser ist für neue Trader häufig nur schwer zu verstehen. Hier also ein erster Überblick über einige wichtige Ausdrucksformen. Sie werden von Tradern oft hören, dass sie Long oder Short sind. Diese Aussage bezieht sich lediglich auf die Spekulationsrichtung. Long gehen bedeutet, einen Finanzwert zu kaufen, in der Erwartung, dass der betreffende Kurs steigen wird. Short gehen bedeutet, einen Titel zu verkaufen, da man von einem fallenden Kurs ausgeht. Bulle und Bär. Diese beiden Begriffe beziehen sich auf die tendenzielle übergeordnete Richtung eines Marktes. Ein Bullenmarkt beschreibt einen steigenden Markt. Ein Bär steht dagegen für fallende Kurse. Kapitalmärkte haben in der Regel einen Verkaufs- und einen Kaufpreis. Letztere sind auch als Geld- und Briefkurs bekannt. Die Differenz zwischen den beiden nennt man Spread. Die Größe des Spreads wird durch eine Reihe von Faktoren beeinflusst, vor allem aber durch folgenden: Liquidität oder wie leicht es ist, einen Basiswert zu kaufen oder zu verkaufen, ohne dessen Preisstellung entscheidend zu beeinflussen. Generell gilt, je mehr Käufer und Verkäufer in einem bestimmten Markt agieren, umso größer ist dort die Liquidität und desto enger wiederum der Spread. Einige Finanzprodukte, wie zum Beispiel CFDs, können mit einem Hebel gehandelt werden. Diese ergibt sich aus dem Verhältnis des tatsächlich bewegten Positionswertes und der dazu aufzuwendenden Zahlungsanforderung, auch als Margin bekannt. Ihr Gewinn oder Verlust bezieht sich in diesem Kontext immer auf den tatsächlichen Positionswert. Dabei kann der Gewinn oder Verlust Ihr ursprünglich eingesetztes Kapital, sprich die Margin, durchaus übersteigen, manchmal sogar um ein Vielfaches. Zum Schutz können Sie jederzeit Stops bzw. Stop-Loss-Order verwenden, um das Risiko zu begrenzen. Diese Ordertypen schließen ihre offene Position automatisch, wenn der betreffende Markt zu weit gegen sie laufen sollte. Mit einer Limit-Order, auch Take-Profit genannt, wird eine Position wiederum geschlossen, wenn sich der Preis zu ihren Gunsten entwickelt. Auf diese Weise wird automatisch der Gewinn mitgenommen bzw. realisiert. Mit Stops und Limits können Sie also Ihr Gewinn- und Verlustpotenzial definieren, bevor Sie einen Trade platzieren. So müssen Sie nicht ständig Ihre Positionen überwachen. Das war nun ein schneller Überblick einiger Begrifflichkeiten, denen Sie im Trading gegenüberstehen werden. Der Fachjargon der Börsianer ist natürlich weitaus größer. Wir hoffen aber mit diesem kleinen Video, Ihnen einige grundlegende Börsenbegriffe etwas näher gebracht zu haben.